bist du, Hans Greiner? Sie sind noch jung. Sie wissen, dass das von Vorteil ist. Man spricht ja so gern vom Jugendwahn. Wie lange sind Sie bei uns? Etwas mehr als 2 Jahre. 2 Jahre, 52 Tage. Genauigkeit, Greiner, Genauigkeit. Auf wessen Seite stehen Sie? Doch hoffentlich auf der richtigen. Ich weiß nicht, auf welcher Basis Sie das zu hoffen wagen. Aber ich werde Ihnen eine Gelegenheit geben, mir eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Es interessiert mich nicht, wie Sie zu chinesischen Gehälterchen, Fabriken zur Kleidungs- oder Invalidenherstellung oder schlecht bezahlten Dauerferienjobs für Kinder stehen. Mich interessiert nur, wie gut die Kondition des Vertrages ist, bei dem es um mehr geht als um Gutmensch-Stümmelei oder Vorgartenmoral. Wir wissen beide, was wichtig ist in dieser Welt und was nicht. Und diesen Auftrag werden Sie ausführen. Es gibt jemanden da draußen, der das Gleichgewicht zwischen Geld und Moral perfekt eliminiert hat. Früher war einer von uns. Niemand weiß, was er jetzt ist. Wichtig für uns oder vielmehr wichtig für Sie, Greiner, ist es nicht. Sie interessiert nur der Auftrag. Ich darf meine Arbeit nicht verlieren. Der Weg meiner Selbstfindung muss auf festem Fundament stehen.
muss diesen Auftrag ausführen. In einem Moment kristallender Wahrheit wird es Ihnen klar werden, dass es nur zwei Wege gibt. Den des Geldes und den Feigen, begründet durch fingierte Moral. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Den Retter meiner Träume. Das freut mich für dich. Erzähl mir mehr. Er ist jung und sieht so ernst und fast würdevoll aus. Aber er kam aus dem Haus von denen, die alle ausbeuten. Und ich weiß nicht, wo er hinging. Kannst du ihn vergessen oder wirst du was tun? Weil ich habe noch nie jemanden im Stich gelassen. Ja, aber was heißt das schon, jung wie du bist? Jung wie ich bin? Aber ich weiß doch, was zu tun ist in dieser Welt. Und? Was ist zu tun? Ich weiß auch nicht. Aber er wird wiederkommen. Ganz sicher. Denk doch mal nach. Er hat einen Auftrag, führt ihren Willen aus und dient. Wer weiß, wo sie ihn hinschicken. Wenn er wiederkommt, dann kann es schon zu spät sein. Das weißt du. Ja. Ach, gar nichts weißt du. Lass ihn ziehen. Nein! Die meisten, die in diesem Haus waren, waren freiwillig dort. Ja, und was, wenn er nicht? Woher soll dann die Hilfe kommen? Mir wird schon was einfallen. Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Ein Auftrag, ein Angestellter. Warum liegt mein Fall so schwierig? Ah, Greiner. Sie hat dich schon erwartet. Ich habe gehört, dass Sie einen Auftrag haben. Einen sehr speziellen Auftrag. So spricht sich herum. Wer weiß, was Sie am Ziel noch alles erwarten wird. Aber zunächst einmal steht, erfreulicherweise für mich, Ihre Reise dorthin. Urlaubsreisen sind so banal und heuchlerisch. Die Menschen behaupten, Urlaub von etwas machen zu können, vor etwas zu fliehen, was sie nie loswerden. Ich vermittle lieber Geschäftsreisen. Die zeigen offensichtlicher, worum es beim Reisen geht. Um die nackte Geldgier. Und deshalb ist es gut, dass Sie hier gestrandet sind. Denn es gibt nichts auf der Welt, was einen davon abbringen könnte, Zeit für Geld zu haben. Reisen dienen seit Anbeginn der Menschheit, seit Jäger und Sammler durch Savannen ziehen, nur dem einen Zweck: materieller Macht. Was ist mit den Pilgern? Pilger? Diese bigotten Halbtagswanderer im Mittelalter? Nun, materielle Macht kann nur erlangen, wer sich selbst erkennt. Dazu dient das Pilgern. Alles andere war nur Geschwätz. Sie sehen selbst, Greiner, es geht nie um die Reiselust. Die wurde dankbarerweise von einer Armada von angeblichen Reiseschreibern, Wanderern und selbsternannten Weltbürgern erfunden. Es geht nur ums Geld. Mein Geld. Eben. Es geht nicht um das Geld des Reisenden, sondern um das Geld des Reiseverkäufers. Na und? Aus deren Geld wird mein Geld. So gesehen bin ich selbst der Reisende. Touristen führen nur die Reisen aus, die ich tue. Die Reise des Geldes. Will ich materielle Macht? Jeder führt seinen eigenen Kampf um Geld. Nur ich führe einen Auftrag aus, den ich nicht verstehe. Doch wer versteht schon den Kampf ums Geld? Materielle Macht durch Selbsterkenntnis? Wohin soll das führen? Ende führt es zu ihm. Straßen sind die Adern der Welt. Sie würde sterben, wenn sie sich nicht mehr bewegen würden. Soll diese Erde etwa nicht leben? Dann los! Reisen Sie! Und viel Vergnügen mit ihm.
Ich hoffe doch sehr, dass es Ihnen klar ist, welch großer Vertrauensbeweis es ist, dass gerade Sie diesen Auftrag ausführen dürfen. Menschliche Wärme würde nicht einmal genügen, um einen Kolibri anzuwärmen. Das dürfte Ihnen als Hinweis genügen, um Ihnen klarzumachen, welch Kälte Ihnen entgegenschlagen wird, wenn Sie versagen. Trinken Sie Kaffee? Spüren Sie die Energie des schwarzen Goldes der Plantage? Waren Sie jemals in Frankfurt an der Börse? Es ist wie auf dem Grunde des Meeres. Alles will nach oben, alle wollen wimmeln und rennen und werden gebremst vom Wasser. Und alle bleiben doch am Grunde, um am Ende darin zu ertrinken. Oder trinken Sie Wasser? Wollen Sie den Dreck, durch den man Sie zieht, auch noch schmecken? Das Grauen und das Geld liegen näher beisammen, als Sie denken. Blut ist Leben, aber wenn wir es in Strömen fließen sehen, graut uns. Und Geld ist Leben, aber es zu sehen, ekelt uns. Warum wollen Sie ausgerechnet zu ihm? Es gibt da draußen so viele und so viel Geld. Überlassen Sie ihn uns. Das Finanzielle daran soll Sie nicht weiter stören. Dafür sorge ich. Ich weiß auch nicht, was mich so zu ihm zieht. Ich darf den Weg meiner Selbstfindung nicht abbrechen. Warum wollen dann gerade Sie mich davon abhalten, zu ihm zu gehen? Oh, halten Sie diese Zwischenfrage für intelligent? Glauben Sie uns zu durchschauen? Mit dieser erbärmlichen Menschenkenntnis, diesem Ausbund an Floskeln, wollen Sie ihm gegenübertreten? Glauben Sie ernsthaft, Sie kehren unversehrt zurück? Sie sind auf eine Himmelswallfahrt geschickt worden. Kehren Sie um. Ich kann nicht. Wenn Sie das schon nicht können, wenn Sie dieses Einlenken zu viel Überwindung kostet, sind Sie verloren. Dieser Verlust kostet Ihren Konzern wenig, uns nichts und er... Keiner weiß, was er will. Sie sind in diesem Spiel der Einzige, der verliert. Das ist kein Spiel. Für ihn schon. Also, ich frage Sie nur noch einmal. Wollen Sie wirklich Teil dieses Katz-und-Maus-Spiels sein?
Noch haben Sie die Wahl. Geld und Ruhe oder das Ungewisse und er. Überlassen Sie ihn uns. Glaubt die Konkurrenz denn, er würde sich von Besitzer zu Besitzer schieben lassen, wie eine Ware? Er hat seinen Willen. Ich habe das Glück, sein Gesicht und seinen Willen zu sehen. Halten Sie sich für einen guten Lohnsklaven. Die Adern der Welt werden gesäumt von einer fauligen Pest. Wie eine schwere Arthrose lähmt dieser Ballast die Welt. Hier arbeitete einst mein Vater. Wir haben alles aufgebaut und nun verfällt alles. Fernosten wird aufgebaut. Wann wartet Chinas? Wann wartet mein Zerfall? Nie an den Tod zu denken, sie nie gelebt zu haben. Ich will leben. Wenn Sie versagen, nun, hinterlassen Sie jemanden. Ich jedenfalls wasche meine Hände. Ich weiß nicht, wohin das Ziel meiner Selbstfindung führen mag. Ich weiß nicht, ob ich lebend zurückkehren werde. Und am Ende führt es zu ihm. Wenn er sagt, ihr Verlust kümmere uns nicht, lügt er. Wenn er sagt, wir wollten sie loswerden, schickten sie absichtlich in den Tod, lügt er. Wenn Sie die Wahrheit herausfinden wollen, tun Sie das. Sie wissen, was das Einzige ist, das mich interessiert. Wenn ich doch nur selbst wüsste, auf wessen Seite ich stehe. Genau dazu muss ich diesen Weg gehen. Zu ihm. Der Abgrund seiner Augen bedeutet so viel mehr als all meine Bilanzen und Zahlen. Städte verwesen. Ich muss über Land. Die Natur wird mich retten. Hey, holst du die Eier von meinen Hühnern? Ja? Ich hatte nämlich gerade schöne frische Eier. Also, ich verschenke meine Eier von glücklichen Hühnern, nur vom Feinsten. Aber der Aldi, der verhökert die. Die Leute gehen immer nur zum Aldi und kaufen das Billigste. Der Aldi, der verramscht die. Vielleicht sollte ich doch nicht alles abtun, was Ältere mir sagen. Das Rad wurde schon so oft neu erfunden. Mein Großvater, der würde die Leute vom Aldi mit dem Knüppel daherschlagen. Und heute gehen die dahin und kaufen die Eier möglichst billig. Hier, ihre Eier. Oder soll ich sie auch herschlagen? Danke. Wiedersehen.
Sie müssen mir helfen. Ich will zu mir finden. Um mich schwirrt so viel Geld, Verwirrung und Gegensätzlichkeiten. Und die Natur hilft mir nicht weiter. Nichts schwirrt. Alles bleibt. Der Einzige, der sich bewegt, das sind Sie. Und das verwirrt Sie. Und das Geld? Zirkuliert das Geld nicht zwischen Börse und Börse? Und chinesischen Billigfabriken und deutschen Bankhochhäusern und zurück? Davon müssen Sie sich lösen. Das darf Sie nicht aus der Ruhe bringen. Manchmal glaube ich, der Pfad meiner Selbstfindung ist der Weg zwischen fernöstlichen Produktionslagern und deutschen Willen. Und es kommt darauf an, herauszufinden, auf welcher Seite ich stehe und dorthin zu gehen. Entspannen Sie einmal Ihren Blick und sehen Sie auf eine Weltkarte. Sie werden feststellen, die Welt ist größer als Deutschland. Ich spüre den Odem einer flüchtigen Transzendenz. Wenn ich diesen Auftrag erledigt haben werde, werde ich frei und erkannt sein. Die Natur hat mich verlassen. Sie ist nicht so, wie sie sein sollte. Alles ist, wie es sein sollte. Denn das Sollen, das bestimmen Sie. Und erst wenn das Sollen mit dem Sein im Einklang ist, werden Sie frei sein. Ich muss vergessen. Wer vergisst, vergisst auch das Schöne. Das, wofür es sich zu leben lohnt. Für mich lohnt es sich nicht zu leben. Ich muss leben. Mein Lohn entscheiden andere. Ich habe einen Auftrag, den ich ausführen muss. Wollen Sie sich jetzt wirklich helfen lassen oder nur Ihren Geschäftsauftrag ausführen? Ich fühle, dass Sie Angst haben. Jeder Gegenstand, jede Person, jede Zelle in mir scheint zu sagen, dass ich diesen Auftrag ausführen muss. Und ich weiß nicht, warum. Manchen Dingen wohnt eine seltsame Vorsehung inne. Fliehen Sie nicht vor sich selbst. Ich schnell genug, nie ihm und mir selbst nahe genug. Michael, ich bin in ihn verliebt. Gestern stand ich stundenlang an der Autobahn. Ich glaube, er wird hierher fahren. Aber wenn dir dein Bauchgefühl so sicher sagt, dass er kommt, warum unternimmst du dann nichts? Ach, ich weiß nicht. Das ist deine letzte Chance. Was für eine Chance? Du kannst doch gar nicht sicher sein, dass ich bei ihm überhaupt eine Chance habe. Wenn du nichts unternimmst. Dann bestimmt nicht. Ja, schön. Was soll ich tun? Dastehen und lächeln. Ich werde heute Abend hier eine kleine Party organisieren. Und wenn dir dein Bauchgefühl recht gibt, werde ich dafür sorgen, dass er kommt. Danke. Aber verbau dir deine Chance nicht mehr durch deine eigene Schüchternheit. Spring über deinen Schatten, sprich ihn an. Es wird alles gut gehen. Beeilen Sie sich. Sie dürfen ihn nicht warten lassen.
Alles geht so langsam. Meine Schritte sind zu klein. Zu klein gedacht und zu kurz ausgeführt. Wartet er schon auf mich? Wie erwartet er mich? Was erwarte ich? Hi. Willst du einen Drink? Ein Laster braucht jeder. Ich bin auf Geschäftsreise. Wohin? Wenn ich das nur selbst wüsste. Ein Mann, ein Geschäftsmann im gewissen Sinne. Vielleicht ein Verrückter, vielleicht ein Gott. Wecken schon seit langem das Interesse meines Konzerns. Wer schickt denn einen jungen Mann so ins Ungewisse? Mein Chef. Aber alle würden das tun. Alle Chefs. Willst du nicht bleiben? Wo würde ich denn bleiben? Ja, nicht hier, wenn dir dieses Apartment nicht gefällt, aber bei mir? Ich werde dieses Angebot wohlwollend prüfen. Aber vorher trinke ich erst noch einen. Sie ist zweifellos begehrenswert, wenn ich nur wüsste, wenn ich nur sicherer wäre. Und? Hast du es dir überlegt? Ich habe keine Zeit. Vielleicht, wenn ich zurückkomme. Aber wer sagt denn, dass du dann noch derselbe Mensch bist? Vielleicht endlich mit einem zum Guten. Du bist doch schon perfekt. Siehst du denn nicht, worauf du dich da einlässt? Ich kann nicht anders. Ich muss gehen. Warum? Thank you.
Haben Sie jemals über die Geschichte nachgedacht? Haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass die Existenz der Geschichte Ihr Böses ist? Nein. Was hatten Sie denn erwartet? Den Tod oder das Leben? Waffen töten nicht. Noch tötet Geld. Das Böse tötet. Und es ist nur die Frage, was Ihr Böses ist. Die Waffen oder das Geld? Niemand ist mein Bruder. Geld zerrinnt, doch Essen verwest. Auch du wirst am Ende das Zerronnene dem Verwesenden vorziehen. Gönn dir Zeit, denn diese Tage werden für dich nie enden. Nie in der Erinnerung, nicht für dich und nicht für den, dessen Erinnerung unsterblich ist. Es ist doch schön, in dieser hektischen Welt einmal Zeit zu haben. Glaube mir, dereinst wirst du dich mit schmerzhafter Wehmut der Hektik dieser Welt erinnern. Zeit wofür? Immer mehr Erinnerungen zu schmecken, immer größere Gier wachsen zu spüren. Kennen Sie die Vergangenheit besser als aus Geschichtsfilmen, Piratenbüchern und Ritterzinnfiguren? Ich bevorzuge in der Gegenwart zu leben und mich auf die Zukunft zu konzentrieren. Deshalb hat gerade dein Weg dich zu mir geführt. Warum? In deinen Büchern steht, lasse die Vergangenheit hinter dir. In ihr kannst du dich selbst nicht erkennen. Andere sagen, lerne aus der Vergangenheit. Sei dir deiner Historizität bewusst. Sie alle irren sich, kennen nicht die Wahrheit. Die Vergangenheit tötet. Man erzählt sich, Vampire seien unsterblich. Ich aber starb. 1000 Mal. 1000 Mal spiel mich der Sog der Unsterblichkeit wieder aus, als ich schwach war. Ich wurde geboren wieder und wieder. Doch jedes Mal, als ich starb, starbst du mit mir. Ich muss erschrecken. Ich will nicht sterben. Was sind Sie, ein Vampir? Ich war nie, was Sie sind. Sie sind seit langem der erste Mensch, der mich begegnet. Es gibt so viele Menschen in Deutschland, ein ganzes Volk davon. Glaubst du, was du sagst? Sagst du es nicht nur, weil es alle sagen? Ein Volk besteht nur aus einer Geschichte und seinem Geist. Und in seiner blutbefleckten Geschichte bade ich. Und von seinem Geist fresse ich. Ich nähre mich vom Tod und vom Blut des deutschen Volkes. Ich schmecke den Zerfall deines Landes auf meiner toten Zunge. Wie kann man einen Geist fressen? Ich sauge nicht Blut, ich trinke Erinnerungen. Ich lebe von den Erlebnissen anderer. Euer kollektives Gedächtnis soll mein Lebenselixier sein.
war da, als Pangea in Zwietracht zerfiel. Ich musste mit ansehen, wie alles zerbrach und zerrann, was einst mein Leben hätte tragen sollen. Ich sah die Menschheit aus dem Staube steigen. Ich musste mit ansehen, wie eine Geschichte entstand, die nicht Teil von mir war, die mich schwächte und verwesen ließ. Aber ich biss zurück. Ich wurde Teil der Pest, die der Menschtum heißt. Ich wurde Mensch und die Menschheit wurde wie ich. Rastlos und voller Gier. Konditionen, Maßstäbe, Bedingungen. Ein Mensch schafft also. Er könne Maßstäbe setzen, Grundlagen schaffen, Grenzen legen. Als Mensch sollte man es zumindest versuchen. Ich bin ein Mensch. Bin vielleicht der menschlichste Mensch von allen. Mitleid, Hilfsbereitschaft, das ist tierisch. Denn auch das stolzeste Tier kuscht vor Tod und Gefahr. Der Mensch folgt der Gier selbst in den Tod. Welche Gier hat dich hierher getrieben? Wie kam ich nur dazu? Zu glauben, ich fände mich selbst in einer Queste für Geld zum Grauen. Deine Welt würde Nichtigkeit zerschmelzen. Deine Vorgesetzten haben mich fortgeschickt. Man hat dich ausgesandt. Das Grauen hat versucht, das Grauen anzufangen. Geld. Was glauben Sie, nützt Ihnen Geld, wenn Sie dereinst der Ewigkeit gegenübertreten? Was nützt der Panzer aus Wohlstand, wenn der Hauch der Endlosigkeit weht? Ich habe das Geld wahrhaft besessen. Habe mich seiner bemächtigt. Ich habe es besiegt. Du und dein Vaterland, ihr geht daran zugrunde. Hier gibt es weder Geld noch irgendetwas, was meine Selbstfindung fördern könnte. Ich werde verrückt. Ich verstehe nichts mehr. Jede Geburt wird der Hauch von Schmerzen. Deine Quelle versinkt, du kannst nicht zurückkehren. Du begegnest deinem Auftraggeber, der dich hasst, einem selbst, das leerer und leerer wird,
in einem Land, das tiefer und tiefer in meine Gier gleitet und ihr letztendlich zum Opfer fallen muss. Er lügt! Sie lügen alle! Es gibt vielleicht ein Zurück, aber kein weiter. Die Wunde, die diese Niederlage in meinem aufkeimenden Selbst reißen würde, wird nie heilen. Ich muss bleiben und hart sein. Du wirst sterben. Das Grauen ist das Grauen, weil es deiner kleingeistigen, primitiven Vorstellung davon widerspricht. Die blutende Madonna weint nicht. Sie empfing den blutriefenden Kuss meines Selbst. Dieses Becken ist zu klein. Deine Ränder schnüren mein Wahnsinn ein. Mein rettender Gedanke. Er ist der Wahnsinnige. Welchen Gier nach Wasser. Klarheit, Kälte, Bitterkeit. Warum stehst du noch hier? Bist du nicht frei zu gehen? Hast du dein Wasser schon gefunden? Wir glauben beide in unserem Trieb, unserer Meinung zu folgen. Du unterwirfst dich einer lächerlichen Selbstgeißelung, die da heißt Selbstfindung. Meine Gier nach Tod, Erinnerung, Leben und Geburt ist ungebeugt und frei. Meine Gier ist frei. Länder weinen, Völker schreien, doch nicht genug. Denn ihr Weinen ist erbärmlich und nicht voll Stolz. Deine Selbstfindung aber endet hier. Ob als Sklave oder als Gott verkleidet, hier wirst du, Mensch, zugrunde gehen. Erfreut dich der Anblick dieses niederen Dings, dieses primitiven, verderbenbringenden Instruments, dessen einziger Zweck das Töten ist? Dein Auge kann sich daran festhalten, weil es ihn versteht. Denn das Nichts versteht es nicht. Sie hat noch geatmet, Kreiner. Hast du jemals geglaubt, am Ende deines Lebens stünde Vergebung? Jetzt wird all deine Schuld neu geboren. Manchmal glaube ich, das Wasser ist gar nicht lebenswichtig. Das reden wir uns doch bloß ein. Ihr Geschäftsleute, ihr seid doch immer so gerne flüssig. Ich bin das nicht. Es hat irgendwie farblose, nicht greifbare Gestalten. Wie das Wasser, das einem durch die Finger rinnt. Siehst du das nicht? Wo fand dies alles sein Ende? Mutter, wo ist dein Sohn? Mein Chef? Was es wert? Nichts war es wert. Es gibt keinen Wert mehr. Nicht für mich und für ihn gab es nie einen. Jetzt bist du der einzige Mensch und ein Hauch von Tod weht durch die Nacht. Ich sollte mich ekeln. Menschliche Existenz generiert sich aus meiner Gier zu leben immer fort und fort. Blut ist nicht Leben, Blut ist Tod. Eine ätzende Flüssigkeit, die durch deine Adern fließt und deine Existenz determiniert. Ich will mich ekeln.
Ich und die Gier. Wir haben die Welt und das Blut überwunden. Ich muss mich ekeln. Ich war ein Gott, der Ratten fraß. Aber ich habe mich erhoben zu Höhen von Macht. Und nun wirst du meine Ratte sein. Du hast versagt, auf dem Weg ein Gott zu werden. Schmecke die Konsequenz. Wozu das alles? Wozu habe ich meinen Selbstversuch zu finden? Wozu trete ich dem Grauen gegenüber, wenn ich verlernt habe, mich zu ekeln? Diese Welt wird nicht brennen, sie wird im Wasser zertröpfen. Flammen vergeben, das Wasser vergibt nicht. Und das Wasser wird euch nicht erlösen. Das Wasser, das Wasser. Thank you.